Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Grimoire 3, die vergessene Quelle. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet bei diesem wundervollen Abenteuer. Wir sind eingesperrt in einem Gefängnis, mal wieder. Wir waren schon oft eingesperrt, also nicht in diesem Spiel, aber allgemein in den Wimmelbildern, Wimmelspielen. Und mal gucken, wie dieser Part verläuft. Vielleicht ist das Chaos wieder mit uns. Wir werden sehen. Wir sind eingesperrt worden von unserem eigenen Bruder Raphael. Er hat uns eingesperrt. Er ist wieder zurück. Angeblich wieder zurück. Aber mit ihm stimmt etwas nicht. Er scheint irgendwie verzaubert zu sein. Er hat auch einen Stab bei sich gehabt, der von diesem komischen Typen ist, von diesem Zauberer. Silvaner oder wie der heißt. Oder Lord Voldemort. Und wir müssen jetzt hier raus. Es gibt Fisch. Ein Dietrich ist da drin. Das sieht aber auch nicht gerade lecker aus, oder? Das sieht ein bisschen gammelig aus. Naja. Was muss ich da machen? Verwende den Dietrich, um die Stifte in der richtigen Reihenfolge zu bewegen. Hä? Warte mal, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss doch erstmal rumprobieren. Ich verstehe das nicht. Okay, ich probiere jetzt erstmal. Okay, aber der ist es zuerst. Da ist ein Kreis drauf. Hat das irgendeine Bedeutung? Ich habe keine Ahnung. Wonach geht das hier? Ich gehe jetzt einfach nach der Höhe, oder? Dann der? Also ich weiß es nicht. Nach der Höhe, wie die angeordnet sind. Scheint so. Ja. Shockingly efficient lockpicking skills for a princess. Someone's here? Who are you? A fellow prisoner, I'm afraid. But maybe we can help each other. Oh, really? And how do you imagine helping me from that cage of yours? No need to be all defensive. It's not me who has betrayed you, my lady. No one betrayed me. I just have to talk with my brother. Even I can see that the king is not himself. And you know him far better than anyone. How would you know anything about my brother anyway? There is no time to explain now, but help me escape, and I'll tell you everything I know. Aha. Ich fand das eben witzig, wie sie reagiert hat. Ist hier jemand? Weißt du, da ist ein Käfig, sie steht genau davor. Ist hier jemand? Ja gut. So, und wer ist das jetzt? Hat einen langen Zopf, hat eine Maske auf. Na gut. Gucken wir mal, was ich für den Herrn da tun kann. Hier sind einige Foltergeräte auch. Ich könnte die Flamme benutzen, um etwas zu erhitzen. Ein Brandeisen. Oh, ich erhitze das. Und jetzt wird er gestempelt. Oder wir lösen auch einfach nur die Kette. Next time. I would prefer not to have a red-hot iron in my comfort zone, but thank you. Here, take this. Da. Ich habe was bekommen. Eine scharfe Klinge habe ich jetzt. Was mache ich damit? Ich könnte diesen Mechanismus als Kram nutzen, wenn ich die Kette an etwas befestige. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Igitt, eine dünne Schicht faules Stroh. Und das traue ich mich nicht anzufassen mit meinen Händen. Ich bin eine Prinzessin. Das möchte ich nicht anfassen. Diesmal sind es keine Spinnweben, sondern es ist Stroh. Stroh. Hier, dann mach das damit weg. Ich glaub's ja nicht. Ach ja. So. Eine Katzenpfote. Damit machen wir das weg. Ne? Wir könnten niemals dieses Stroh alleine anfassen. Niemals.
Ernsthaft jetzt? Das passt alles nicht. Das ist zu schwer, die Kette ist zu kurz. Was ist denn hier wieder los? Mann, Mann, Mann. Hier. Our only way out is the trap door. Try to open it and I'll keep watch. Kann ich das noch mitnehmen? Ja. Wie er da steht. Er passt jetzt einfach auf die Falltür auf. Aber warte mal. Ist das hierfür vielleicht? Das passt. Ich muss in die Falltür... Ja, du musst ihn nur noch anheben. Genau. Es hat funktioniert. Ha! Entferne die Axtstangen von der Falltür. Ach, sowas wieder. Okay. Nee, nicht? Ach man, das ist immer so doof zu halten. Die kriegen wir weg. Das kriegen wir hin. So. Listen, I'll distract them while you get a horse, a map and some food. We'll meet in the branch village and I'll explain everything. Stay safe, m'lady. Wait, what? And he's gone. Ugh, what an annoying type. Haven't I made myself clear? Of course, my lord. I just wanted to assure you, the carriage is guarded by a sufficient... Enough! You guard this witch with your life, or you're gonna pay with it. My liege, fire! Fire in the camp! Damn it! We can't let it spread on to the tangled ones. Come with me. Mhm. Also er macht sich Sorgen um die Verwachsenen. Also entweder ist er einfach nur mit einem Fluch belegt von dem Zauberer oder er ist der Zauberer. Eins von beiden wird es wohl irgendwie sein. Wir brauchen was zu essen. Das Essen ist vor allem wichtig. Ein Pferdchen. Karte. Nein, ich will gar nicht reisen. Ich wollte nicht reisen. Gefängnisausbruch. Voll die spannende Musik. Hier ist das Morph-Objekt. Das war diesmal deutlich zu sehen. Deutlicher als das andere. Hier fehlt etwas. Da brauchen wir einen Hahn. Wenn ich einen Behälter hätte, könnte ich etwas Öl mitnehmen. Die Flasche vielleicht? Sehr schön. Das nehmen wir schon mal mit. Jetzt haben wir Öl. Der Schlüssel ist zu weit weg. Ich kann ihn nicht erreichen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist zu hoch. Welcher normale Mensch hängt einen Sattel an einen Kran? Keine Ahnung. Normale Menschen würden auch Stroh einfach anfassen. Naja, gut. Oh, Pferde. Da brauchen wir bestimmt den Schlüssel für. Das sind aber hübsche Pferde, ne? Guter Junge, ich bringe dir einen Sattel und wir sind auf dem Weg. Das sind schöne Pferde. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Wir gehen ins Zelt. Karten und Pläne. Sicherlich muss es hier etwas Nützliches geben. Warte mal eben. Wir müssen mal gucken. Ach so. Kann ich jetzt gerade nicht raus. Ich wollte eigentlich... Also ist das wieder eine eigene Szene für sich hier, oder? This Sylvanair. He's a sorcerer. He must have done something to my brother. König Raphael besiegte Sylvanair im Zweikampf. Der Elf floh, aber man hat sofort die Verfolgung aufgenommen. Also er wurde nicht besiegt, er floh auf jeden Fall. Lähmender Rauch. Obwohl er den größten Teil seiner Macht verloren hat, ist Sylvanair immer noch sehr gefährlich. Nicht im Kampf direkt gegenübertreten. Um ihn zu fangen, benutze diese Mixtur. Atme sie unter keinen Umständen ein. Sie verursacht eine starke Lähmung. I must find this Sylvanair. Branch Village. Isn't that where I was to meet the prisoner? Nach ein paar Tagen Verfolgung haben wir Sylvanairs Spur verloren. Höchstwahrscheinlich hat er ein Versteck im Zweigdorf. Sylvanairs einziges Eigentum. Vorsicht, möglicherweise ist es ein magisches Artefakt. Das nehmen wir alles mit. What do you mean they ran away? You were supposed to watch over them, Sergeant. I was standing there the whole time, I swear. Silence.
Come with me. They're gonna be here any second. I have to hide. Na toll. Da ist wieder ein Morph-Objekt. Das sind immer solche Gesichter, ne? Kann ich hier rein? Ja, toll. Da. Mal eben wegschieben und dann kann ich da rein. If I tell the king what has happened here, he would hang us both. I'll gather my people and look for them. You stay here and pray to the forefathers for us to find them. Yes, ma'am. Quail, I hope that before long we'll laugh at this. Toll, und jetzt? Oh Gott, ich hab mich gerade erschrocken. Einer der Wachposten ist beim Ausgang geblieben. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ich schlag ihn einfach. Hier mit einer Flasche. Wir erschlagen ihn einfach. Hier sind Stachelbeeren. Ich mag Stachelbeeren. Die waren bei uns immer damals im Garten. Und als Kind habe ich die immer gerne gepflückt. Ja, mochte ich immer sehr gerne. Ich habe lange keine Stachelbeeren mehr gegessen. Ah! Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Was haben wir denn jetzt hier? Ich biete ihnen einfach Stachelbeeren an. Die lebende Mixtur, ne? Die lebende brauchst du. Was brauchen wir denn dafür? Wipperngift, Stachelbeersaft und eine Seife. Kann ich das hier einmal eindrücken? Nee, das geht nicht, ne? Das geht nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach, hier ist auch noch was. Das habe ich gleich wahrgenommen eben. Sauberes Wasser. Wie gerne würde ich jetzt baden? Ja, dann bade mal. Dann ist er auf jeden Fall abgelenkt, aber dann sieht er dich. Ja, alles klar. Oh, ich habe so viele Sachen im Inventar. Aber das ist immer ganz gut. Da haben wir das schon mal. Kann ich hier noch was machen? Was mache ich mit den Stachelbeeren? Also wo drücke ich die aus? Ach, hier ist auch noch was. Das würde für mich sehr nützlich sein. Ja, toll. Was machst du da jetzt mit? Warte mal eben. Kann man das irgendwie aufmachen hier? Ein Helm. Ich brauche möglicherweise eine Gasmaske. Das Tuch vielleicht davor. Gott, oh Gott, so viele Sachen im Inventar. Wahnsinn, aber es ist immer ganz gut. Den Helm benutzen wir als Wassergefäß. Aber was mache ich mit dem Stachelbeersaft? Das habe ich ja leider noch nicht. So, warte mal. Stachelbeersaft. Aber das kommt da rein irgendwie in den Helm mit Wasser. Irgendwie müssen wir das zusammenbringen. Aber wie, weiß ich jetzt leider nicht. Kann ich hier noch irgendwas tun? Aber das ist nur verfügbar, weil die Briefe da noch sind, ne? Ich bin gerade voll überfragt. Ich weiß auch nicht. Ah, hier, guck mal. Die Stachelbeeren einfach da rein. Ah ja, so geht das also. So macht man Stachelbeersaft. Alles klar. So, dann machen wir das mal. Müssen wir erstmal schauen. Wir haben nur 9 Züge. Ist natürlich nicht so viel, ne? Das ist natürlich nicht so viel. Na, es fehlt ein Router.
Aber es kriegen wir, glaube ich, hin. Machen wir die blauen noch weg. Ja, guck mal. Genau 9 Züge gebraucht. Sehr schön. Und da haben wir den lebenden Rauch. Da. Ach so. Das ist erstmal meine Gasmaske, die ich mir selber gebaut habe. Und jetzt darf ich das werfen. Das darf man nicht einatmen. Ich hab ihn das voll gegen den Po gehauen. Naja, jetzt können wir da durch. Komme ich jetzt an den Schlüssel ran? Das passt ja alles nicht. Das ist ja Öl. Satteltaschen, das ist ja bescheuert. Aber warte mal eben, kann ich das da oben noch mitnehmen? Den Hahn habe ich immer noch nicht, ne? Da brauche ich einen Schlüssel für. Kann ich das irgendwie benutzen? Nee. Okay. Ah, ich bin hier richtig. Was ist das jetzt hier? Steigbügel. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ach so. Ah. Ach so, jetzt muss ich das erstmal einölen. Alles klar. So macht man das. Was denn? Ach so, ich muss... Ach, das ist der Hahn. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich dachte, ich soll das da ranmachen. Oh, ein schönes Wimmelbild offenbart sich uns. Hier ist wieder ordentlich Unordnung. Also richtig. Ach, jetzt darf ich hier, da habe ich so eine Objektliste nur mit Lebensmitteln. Oder was ist das da? Naja, da, das ist so eine Trinkflasche. Ach so. Okay, was brauchen wir denn noch? Worauf habt ihr denn noch Hunger? Da ist das Fleisch, das hängt da oben einfach drin. Ein leckerer Apfel. Was haben wir denn noch? Süße Kirschen. Oh, wir sammeln jetzt alles ein für unser Picknick, ne? Was wir unterm Sternenhimmel machen wollten. Erstmal gucken hier. Ich bin voll. Das sind Erdbeeren, aber die darf ich wieder nicht nehmen. Die leckeren Erdbeeren darf ich wieder nicht nehmen. Ich mag Erdbeeren. Aber nein, darf ich nicht. Dafür gibt's noch einen Apfel oder was war das? Keine Ahnung. Vielleicht noch einen Granatapfel. Eine Ananas brauchen wir aber auch nicht. Darf ich nicht. Ich darf nie das mitnehmen, was ich will. Wir brauchen noch so eine Art Rübe oder so, ne? Wo ist die Rübe? Ich sehe sie nicht. Das ist eine Banane. Die ist offen. Aber hier ist der Käse. Leckerer Käse darf auch niemals fehlen. Das ist ein Hummer. Wo ist denn diese dämliche Rübe? Da. Nahrungsvorräte. Sehr schön. Und ich würde den Part jetzt hier erstmal beenden wollen. Da haben wir auch die Steigbügel. Und im nächsten Part reiten wir anscheinend los. Wir müssen noch irgendwie an den Schlüssel rankommen. Und fällt mir gerade so ein. Und ich hoffe, euch hat der Part wieder gefallen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es wieder ans lustige Wimmeln geht. Bis dahin sage ich ciao und auf Wiedersehen. Eure Inori IP. Shigi, Shigi, Bum Bum. Shigi, Shigi, Bum Bum. Bum Bum.